Hallo, ich bin Daniela, ich bin 24 Jahre alt. Hallo, ich bin Stella, ich bin 20 Jahre alt und ich bin Tänzerin. Tänzerin. Ich bin Gloria und ich bin 25. Hallo, ich bin Wendy und ich bin 23 Jahre alt. Hallo, ich bin Kitty und ich bin 26 Jahre alt. Hallo, ich bin Natascha, ich bin 22 und ich bin die Sängerin. Gloria, du bist ja die Einzige, die schon immer dabei war. Und hallo, ich bin Wendy und ich bin 23 Jahre alt. Hallo, ich bin Kitty und ich bin 26 Jahre alt. Das kann man nicht sehen. Ne? Hallo, ich bin Natascha, ich bin 22 und ich bin die Sängerin. Gloria, du bist ja die Einzige, die schon immer dabei war und jetzt. Die sind toll, ne? Eigentlich nur drei Tänzerinnen, zwei Holländerinnen Tänzerinnen und Gloria und Background-Sängerin. Sie ist auch Holländerin, sie bleibt auch dabei. Aber es ist schwer, immer zu entscheiden zwischen sechs Mädels. Aber dann später, man versucht zu tanzen. Ich habe ein bisschen Jazz gelernt, ein paar Jahre Jazz. Aber das war immer noch so 14, 15 Jahre alt. Und dann so 17, 18, man geht auf tolle Partys und so weiter. Ich will auch mit tanzen. Und plötzlich war ich immer der Mittelpunkt von der ganzen Tanzerei und so weiter. Männer, 25, hä? Ladies, Damen, 23, ist ein bisschen streng, oder? Oder sollen wir sagen, brüdend? Nein, das wollen wir nicht sagen, naja, aber komisch, ne? Nach einer guten halben Stunde Rückfahrt ins 40 Kilometer entfernte Manhattan zur nächsten Probe. Alle haben Hunger, doch für Nobelrestaurants bleibt heute keine Zeit. So muss man sich in einem kleinen Lebensmittelladen versorgen, wenigstens unerkannt. Immerhin, der Transport nach New York City in der überlangen Limousine ist stilgerecht. Die
gegen 7 Uhr abends Probenbeginn im Limelight, einem der bekanntesten New Yorker Nachtclubs. Diesmal ist Hathaway zufrieden, die Bühne ist groß genug und auch kleinere Tonprobleme sind schnell im Griff. Im Repertoire auch Stücke von Hathaways großem Vorbild Prince. Dann lässt Hathaway nochmal die Puppen tanzen vor dem großen Auftritt, der für 2 Uhr nachts geplant ist. Vorher, gegen 10, geht's nochmal in Windeseile in die Disco in der Vorstadt, die inzwischen rappelvoll ist. Der Radio-DJ heizt das Publikum mit ein paar Quizspielchen ein und schmeißt sogar Hathaway-CDs unters Volk. Dann endlich ist der Kölner Popstar live auf der Bühne und im Radio. Nachts um 2 sind alle wieder pünktlich im viel wichtigeren Limelight. Vor der ehemaligen Kirche in Greenwich Village, die außen und innen noch ziemlich authentisch erhalten ist, warten die Fans. Drinnen sind schon an die 3000 versammelt. In der Garderobe Manager der Plattenfirma und andere wichtige Leute, die zum Tross eines Stars gehören. Hathaway ist immer noch fit und genießt seinen Erfolg. Ich bin zum Beispiel in Amerika so groß wie in Europa. Auch wenn die Stimmung nicht ganz so überschwänglich ist wie bei Konzerten in Europa. Die Amerikaner warten noch ein bisschen ab, wie es denn weitergeht mit Hathaway's Live.